Ja, hallo Leute, willkommen bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal Lebensart. Ich bin heute unterwegs, um mir hoffentlich ein verlassenes Tennisresort bzw. Hotel mit Sportanlage anzuschauen. Ja, ob ich reinkomme, was es da drin zu sehen gibt, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. So, ich bin auf dem Gelände drauf. Ich sehe erstmal eine große Halle. Ja, sollte ja passen zu einem Tennis-Resort und ein kleines Nebengebäude. Da gucken wir mal zuerst rein. Und ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Das sieht aus wie eine Art, ja, Ferienhütte hier. Ein kleines Ferienhaus vom Resort. Hier stand zumindest mal ein Doppelbett. Bad. Ja, ein alter Fernseher, Couchmöbel und eine kleine rustikale Küche. So, ja. Also, sieht auf jeden Fall aus wie eine kleine Ferienhütte hier, die hier zu dem Resort dazugehört hat. Ah, der Heizungsraum, der dazugehörige. Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich das Gelände durch Zufall entdeckt habe und nicht mal sagen kann, seit wann das irgendwie geschlossen ist. Vielleicht finden wir Anhaltspunkte, wenn wir im Hauptgebäude sind. Ja, hier geht es noch eine zweite Etage hoch. Da oben ist noch eine Etage, ich habe aber gar keinen Aufgang gesehen. Ah, hier ist noch eine zweite Etage. Mal gucken, hier ist eine Straße. So, hier. Ja, mit Kamin, wunderschön. Ja, hat sich bestimmt hier aushalten lassen. Also gerade die obere Etage mit dem Kamin hat schon Stil. Auch die Küche hier mit Essbereich. Schön, schön. Hier werden die Schlafzimmer gewesen sein, die jeweiligen. Wahrscheinlich zwei Stück, wie es aussieht. Und der Wohnbereich. Rustikal, wa? Also auf jeden Fall gemütlich. Gehen wir mal weiter zu dem großen Hauptgebäude. Gucken, ob wir irgendwo reinkommen. Das ist jetzt. Oh. Ja. Tennisplätze. Sandplatz. Und hier sehen wir ja Durchgänge, die dann wahrscheinlich zu den anderen Bereichen führen. Aber auch schon viel abgerissen, wie man hier sieht. Viel Sperrmüll. So, wir fangen einfach mal hier links an. Elektroverwaltung. Ja, hier waren scheinbar schon Kabeldiebe unterwegs. Alter Getränkekühlschrank. Und hier sind etliche Ordner mit Kontoauszügen. Also tatsächlich viel auch zurückgelassen. Rechnung, Rechnung, Rechnung von einem Ofenhaus zum Beispiel. Die ganze Buchhaltung, muss man sagen, liegt scheinbar hier rum. Alles voll Ordner. Wahrscheinlich alles Buchhaltungsunterlagen, die hier eingelagert sind. Ja, Energiezentrum und. Wühlen wir jetzt alles nicht durch, wegen natürlich datenschutzrechtlichen Gründen. Und hier sehen wir
oben eine Fensterfront. Dann gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Hier ist der nächste Eingang. Oh, habe ich mich erschrocken. Und die Tür bewegt sich durch den Wind wahrscheinlich hoffentlich nur. Oh Gott. Aber was ich gerade noch gesehen habe, ich habe mich total erschrocken gerade. Was liegt denn da? Und zwar... Oh, was ist denn? Ein Waschbär. Ich komme hier so gerade lang. Plötzlich bewegt sich die Tür. Ich, ach du Schreck, was ist hier los? Und dann sehe ich plötzlich hier diesen nicht mehr ganz so fitten Waschbären liegen. So, hier ist es eine Glastür. Hallo? So, hier Bad und WC. Auch Bad und WC. Und hier Lüftungsanlage, wie es aussieht. Ja, riesige Lüftungsanlage für die Halle. Oh, der Wind zieht ganz schön durch hier, deswegen auch die Bewegung der Tür. So. Ja, das sieht hier aus wie... Na, oh, was könnte das hier sein? Noch mehr Bad. Matratze, auch wieder Bad, Bad, Bad. Kleines WC, wahrscheinlich für Angestellte. So, bleiben wir jetzt mal im Erdgeschoss. Hier geht es auch noch in den Keller runter. Und hier ist ein Doppelbett mit Klamotten. Und auch wieder WC, WC. Alles holzvertafelt, also hat auf jeden Fall einen urigen Charakter das Ganze. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach oben gleich und dann... Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weiter nach oben. Hier geht's Treppe rauf. Wieder ein wunderschöner Kamin und eine große Dachterrasse. Möbel. Einiges an Büchern. Ja, leider viel Vandalismus hier. Hier ist ein schönes Hochzeitsbild. Wir wünschen euch. Scheint so eine Art Aufenthaltsraum gewesen zu sein mit großer Dachterrasse. Ich weiß nicht, ob privat genutzt oder auch, ob das öffentlich für die Gäste betretbar war, das weiß ich nicht. Und hier geht es weiter hoch. Ah, das ist jetzt die Fensterfront, die wir gesehen haben. Hier scheint es einen gastronomischen Bereich gegeben zu haben. Auf jeden Fall viele, viele Biertische. Hier sieht es nach Büro aus. Dann geht es noch weiter hoch, gucken wir gleich. Gucken erstmal hier in den Barbereich. Das Dschungelbuch. Ja, Fotos von früher, wie es aussieht. Scheint, dass es so ausgesehen hat zu normalen Zeiten. Aber hier ist alles so Sitzbereich. Und viele, viele Postkarten von hier. Videokassetten und ja, Haufen. Bierdeckel, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Die Teile, die man unten ans Bierglas macht, wenn da ein Tropfen runterkommt, die Gastronomen werden mich verbessern. So, hier ein Herd. Ja, hier alles ziemlich vermüllt, auch wieder Ordner. Kommt man kaum rein vom Müll. Einfach alles reingeschmissen, aber auch wieder, wie gesagt, Ordner. Hier scheint ein Büro zu sein. Gucken wir uns gleich mal an. Ja, auch wieder Jahresabschluss, Steuererklärung 2011. Also auch wieder Bankunterlagen, Steuerunterlagen. Alles, ja, was man so dem Finanzamt melden muss. Und hier wurde scheinbar eine Menge Haribo verkauft. Hier auch weiter oben alles voll Ordner. Oh, hier scheint ein Büro gewesen zu sein. Ja, sieht aus wie ein Büro hier auf jeden Fall. CD-Rohlinge, Schränke, Bürostuhl, Schreibtisch. Hier ist die Hauptstraße, hier gehen wir weiter. So, hier geht's weiter. Und viele, viele Unterlagen. So, Quittung, Verein für deutsche Schäferhunde. Aha, okay. Ja, Privatpost, GEZ, was man also hat.
soziale Verantwortung. Ja, alles Mögliche hier an persönlichen Unterlagen. Also hier liegt wirklich so viel rum. Anmeldebestätigung, Vereinigung der Hüter des vergessenen Wissens. Okay. Ja, also allerhand ein Faxgerät sogar noch. Und sonst hier viele, viele Unterlagen auch auf dem Boden. Datumsmäßig 2021 teilweise noch. Ja, das scheint der Küchentrakt hier zu sein. Also für den gastronomischen Bereich. Und für den Essensbereich wurde hier gesorgt. Ja, viele Teller, Kühlschrank, Vorrat, ja, Vorratsschrank, Vorratsraum. Hier geht es noch nach draußen von der Küche. Kühlhaus. Ja, das war bestimmt das Kühlhaus hier. Zumindest sieht das so aus hier von der Tür, dass hier die Kühlung war. Ja, und hier auch eine Art Lager oder Zusatz für die Küche. So, und hier haben wir die wichtigste Stätte einer Kneipe, den Tresen. Auch wieder überall die Postkarten, die Zapfanlage und ja, überall diese Bierdeckel. Das ist der Blick hier auf diesen schönen Bereich. Ich gehe von aus, dass der tatsächlich schon für Gäste war, dieser Bereich. Einfach so als entspanntes Sitzen am Kaminzimmer. Ja, gemütlich. Also ich stelle mir vor, wie das halt tatsächlich aussah, als es dann noch in Betrieb war. Und hier haben wir jetzt auch einen Blick auf die Indoor-Tennisfelder. Ja, ich gehe davon aus, das waren drei Plätze hier, die hier waren, dass man hier drin spielen konnte. Ja, Tennis ist jetzt wahrscheinlich auch, glaube ich zumindest, nicht der preiswerteste Sport, denn es nimmt viel Platz weg und es können ja maximal vier Leute spielen. Dadurch, ja, ist das schon ein Hobby für Leute, die ein bisschen mehr Geld haben. Weil, ja, ist ähnlich wie Golf und so weiter. Ist jetzt nicht das Fußball, so ein Massenmannschaftssport. Auch wieder schöne Vertafelung hier alles. Auch wieder Gästezimmer hier. Toiletten. Dusche, WC, nochmal Dusche. Doppelbetten. Auch hier viele Matratzen, Betten. Mit schönem Dachfenster. Auch hier. Ja, sind alles Räume für mehrere Personen auf jeden Fall gewesen. Aber schön urig, war mit den Balken. Hat schon was. So, mal schauen, hier ist die Tür schon rausgehauen. Ja, ziemlicher Messi-Bereich hier geworden. Aber auch mit schönem Dachfensterschrank. Also wurde hier schon drauf geachtet, eine gewisse, ja, urige Atmosphäre auf jeden Fall zu schaffen. Also gefällt mir sehr gut. Zumindest, ja, wie es wahrscheinlich mal innen aussah. Jetzt ist hier natürlich auch schon viel Vandalismus, wie man sieht. Aber trotzdem noch zu erkennen, was es mal war. Ja, ich bin nochmal zurück hier im Büro. Also ist ja wirklich so viele Unterlagen, was hier auch rumliegt auf dem Boden. Wahnsinn. Irre. Ja, es scheinen auch Hundezüchter gewesen zu sein, weil hier sind etliche Unterlagen, die zumindest darauf schließen lassen, dass die Schäferhunde irgendwie gezüchtet haben oder zumindest, dass die auch in Vereinen waren oder in einem Verein zumindest war, wo es um die Zucht und allgemein um Schäferhunde geht. Wir schauen jetzt mal, wo es hier weitergeht. Wir wollen jetzt oben, weiter hoch ging es jetzt nicht, außer die eine Station, die wir noch hatten. Küchenbereich, ja, hier geht es wieder runter. Da unten, guck mal, es sieht aus wie Hundezwinger. Das ist ein abgegrenzter Bereich und da sind wie zwei große Hundehütten oder für andere Tiere Hütten. Würde natürlich gut dazu passen zum Thema Schäferhundzucht bzw. Verein, Schäferhundverein, dass man da natürlich auch die Hunde irgendwo gehalten hat. So, was ist das hier?
Ansteckungsgefahr. Warnung vor Gasansammlung. Schnell weg. Und hier geht es in die nächste Etage runter. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein Keller ist oder einfach nur das Erdgeschoss. Hier geht es nochmal weiter runter. Und wir gucken erstmal hier. Auch hier wieder. Guten alten Kassetten. Ja, scheint auch eine Art Schlafzimmer gewesen zu sein. Videokassetten, einfach alles reingeschmissen. Komfortwohnung könnte das eventuell gehen. Ja, das ist die Eingangstür. Könnte eventuell Komfortwohnung gehießen haben. Hier ist ein Wandschrank. Ja, das sieht ein bisschen größer aus hier. Also entweder war es eine richtige Wohnung. Hier Kinder absperren, dass die Kinder nicht entfliehen. Oh, und schön gemacht hier mit Naturstein. Hier sind Spinte. Doppelbett mit Wohnanlage. Gammelige Matratze. Hier geht es auch wieder raus. Sperrmüll, Sperrmüll, Sperrmüll. Und guck mal hier. Das sieht aus, als wenn hier Hunde drin waren. Das sind auch so aus wie Hundekäfige. Also für Hühner glaube ich eher nicht, wa? Ja. Ist die Frage, ob tatsächlich die Hunde hier drin gehalten wurden, also in der Wohnung, oder ob das nur irgendwie zu nachts war. Es ist ja irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Ja, jetzt geht es noch eins runter. Ich gehe davon aus, dass das der Keller ist hier. Hier sieht es auch schon, ja, leicht nach Schimmel aus. Hier wird die Feuchtigkeit wohl schon einiges zugetan haben. Hier ist ein Elektroraum wieder. Ja, wird wahrscheinlich, ja, Therme, Wärmespeicher, Strom, Zähler, Stromversorgung, gammelige Tapete. Ja, und hier kommt ganz schöner Zug, nämlich auch durch, Windzug. So, hier auch wieder Matratzen, auch eine Art Lagerraum. Der Weihnachtsbaum ist auch noch da, Gott sei Dank. So. Ja, ich kann wirklich schwer erahnen, von wann tatsächlich oder wann das Ganze geschlossen wurde, weil ich habe ja Post von 2021 gerade gesehen gehabt, aber sonst viele Unterlagen, gut, Finanzamtunterlagen müssen ja mindestens 10 Jahre aufgehalten werden. Dadurch ist das natürlich auch nicht so klar. So, was haben wir hier noch? Oh, jetzt kommen tatsächlich hier viele, viele Zimmer. Kegelbahn, oh, schön. So, ja, Kegelbahn. So, ich mit Schlimm sehen. Ja. Ja, man konnte hier auf jeden Fall seine Zeit verbringen. Tennis, Kegeln. Und jetzt gehen wir mal in den Bereich, der aussieht, als wenn hier viele, viele Schlafräume gewesen wären. Hier kommen wir jetzt zu den verschiedenen Schlafräumen. Ja, leider auch schon viel zertrümmert. Da wird jetzt überall ein ähnlicher Aufbau sein von den Zimmern. Immer mit einem Doppelbett, Dusche und WC und Schrank ausgestattet. Ist ja üblich in Hotels. So, hier ist noch viele, viele Bettwäsche zum Wechseln. Und wieder Schäferhundbilder. Also, man kann definitiv davon ausgehen, dass... Das hat man auch an den Käfigen wahrscheinlich gesehen, an den Vereinsunterlagen, dass der Besitzer oder die Besitzer große Schäferhundfreunde waren. Ja, ob die jetzt natürlich in der Wohnung mitgeschlafen haben, in diesen Käfigen, ist natürlich schwer zu sagen. Auch hier wieder Schäferhundbilder. Ups, die kommen jetzt nicht entgegen, die Schäferhunde. So. Oh, das ist aber eine grässliche Farbe. Und Fliesentisch, genial. Fliesentisch-Romantik. So, und dann geht's hier weiter. Gucken wir mal. Oh, ich sehe schon was. Ich sehe schon was. Und zwar gab es hier wohl auch ein kleines Schwimmbad. So, mal gucken, ob wir hier zum Schwimmbad kommen. Denke mal, ja. So, hier waren Duschen, WC. Wir gehen kurz vorher mal hier lang. Ja,
Aha. Ja, hier ist eine Sauna, wie es aussieht. Nee, doch nicht Umziehräume. Doch Sauna. Sauna, bitte anschalten. Und hier hinten ist nochmal Duschraum. Und auch nochmal eine Sauna, wie sie aussieht. Ja, zwei Duschen, eine Sauna und noch eine Sauna. Hier sind Kühlschränke mit Kühltruhe. Und dann geht es hier weiter. Ja, hier ist nochmal ein Bereich zum Gucken. Wahrscheinlich, ach ja, Massage, da steht es ja sowas denn. Der Massagebereich. Also auch Wellness. So, hier ein Whirlpool, sehr schön. Und hier ein kleines Schwimmbad. Ja, deswegen auch Resort und wahrscheinlich nicht Hotel. Nicht jedes Hotel bietet ja so eine Art Spa-Anlage, nenne ich es mal. Also ein Resort ist ja eher so, wo man ein bisschen mehr hat als reine Schlafmöglichkeiten. Wir haben jetzt ja gesehen, Kegelbahn, Schwimmmöglichkeiten, Whirlpool. Gibt ja hier alles. So, was ist das hier noch? Hier scheint eine Art Sportraum gewesen zu sein. Sieht zumindest so aus. Ja. Hier sind verschiedene Anleitungen für Sport. Also hier scheint es noch einen kleinen Fitnessraum gegeben zu haben. So, das war es mit der großen Haupthalle. Ich gehe jetzt noch ein bisschen rum und gucke, was wir hier auf dem Grundstück noch entdecken. Wir hatten ja dieses kleine Ferienhaus mit den zwei Etagen. Dann hatten wir noch diese recht große Halle jetzt. Also ist schon ordentlich, was da auch, ja. Ist schon ordentlich. Zimmer, muss ich sagen, gar nicht so viele, wie ich persönlich erwartet hätte. Also es waren ja unten jetzt so 5-6 Zimmer gewesen, dann halt plus die kleinen Ferienwohnungen, nenne ich es einfach mal. So viel war das nicht, aber vielleicht ist ja hier noch was auf dem Gelände, ich weiß es nicht. Ja, ordentlich abgeknickte Bäume. Und da ist, glaube ich, genau das Schwimmbad. Ja, jetzt kommen wir zu den Terrassen hier von außen mal und da sind auch die Hundehütten, wie es aussieht. Genau, die waren gegenüber. Da. Auch hier sehen wir jetzt noch eine große Hundehütte. Also wir haben wirklich viele Hundehütten, die Käfige, Hundefutterschalen. Also ich gehe davon aus, dass es tatsächlich nicht nur ein Hund war, sondern wirklich mehrere, was auch die Bilder zu schließen lassen. Tatsächlich war es scheinbar nicht nur als Resort, sondern tatsächlich auch als Kneipe und ja, Speiselokalität. Restaurant also zu sehen, also zumindest deuten die Schilder darauf hin, dass hier nicht nur Hotelgäste oder Resortgäste essen konnten, sondern halt tatsächlich auch normale Leute, die jetzt hier nicht Teil waren oder nicht Gäste waren, zumindest dieser Hotelanlage. So, ich bin wieder raus aus dem Tennisresort. Ja, war interessant, definitiv. Vor allem würde mich halt interessieren, wann hat dieses Ding geschlossen? Ich habe da jetzt keine direkten Informationen zu gefunden gehabt, auch im Resort selber nicht. Es war halt teilweise Post von 2021 noch dort zu sehen. Vom Zustand her würde ich aber tatsächlich sagen, ist das schon ein bisschen länger leer. Ansonsten war es natürlich sehr interessant gewesen, also gerade hinblickend auf die Schäferhunde, wie wurden die nun gehalten oder nicht. Wann ist das Ganze geschlossen worden, ist alles nicht ganz so ersichtlich für mich gewesen. Aber wenn ihr Informationen habt, könnt ihr es ja gern unter in die Kommentare schreiben, würde mich halt natürlich auch interessieren. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, teilt das Video und ansonsten verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian.